Ja, und damit gibt es ein weiteres vernehmliches Knacken von der Wirbelsäule von, oder vor allem von der Nackenwirbelsäule von Gorgel. Ja, Gideon kniet dabei über Gorgel und murmelt irgendwelche feraine Gebete. Also es scheint ihm zu helfen. Es. Gorgel. Verdammt, dieses Knacken. Gorgel, kannst du mit uns sprechen? Au. Was Gorgel. War da oben? Was hatte ich gepackt? Was hast du gesehen? Ein Mädchen. Au. Ein Mädchen war's? Die Meisterin? Nein. Die andere, mit der sie gestritten hat. Ein böses Mädchen. Ja, eine Puppe aus Wachs. Könnte es. Hatte sie einen Kopf? Nein, aber Arme und das Herz war da unter dem Bett. Bist du dir sicher, Groggel? Ja, ich habe sie genau gesehen. Dann war sie es. Natürlich muss diese Unheilige dahinter stecken. Gut. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Soll ich es mir noch einmal ansehen, bevor wir dort das mit wehenden Verfahren hineinmarschieren? Wenn man das so schön nennt. Was willst du dir ansehen? Ob unser Goblin sich nicht verguckt hat. Wo ist. Hast du mein Prisma wieder mitgebracht? Ich hab das geworfen. Die Goblins haben sehr gute Sinne. Wenn ihr so lange mit ihnen herumgereist seid wie ich, dann lernt ihr auf sie zu vertrauen. Wenn er sich sicher ist und er wird wohl wissen, was ihn gewirkt hat, dann glaube ich ihm. Natürlich glauben wir, Groggel, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Jetzt macht endlich mal was. Ja, da ich gerade erst die Fingerabdrücke von seinem Hals wegheilen musste, ich glaube ihm, dass er von einem Kind gepackt wurde. Das ist ein sehr starkes Kind gewesen. Wir marschieren da rein. Einer sollte die Statue hier, diese thulamidischen Reiter. Sie möchte gern Stadtwache informieren. Ihr habt doch gehört, was sie gesagt hat. Sie hat den Golem am Tor gebaut und sie hat auch eigene. Das wird bestimmt nicht so einfach. Ich hab die Golem gesehen, aber mit einer Sache rechnen die nicht. Ich hab getrunken. Zaron, helft mir mitzubieten. Wir müssen diese elende Zauberwerk vernichten. Sprecht mir nach. Im dreifach heiligen Namen Praios, des Herrn der Sonne, dessen Gleißen den Makel der Welt auslöscht. Im zweifach heiligen Namen Darados, des strahlenden Wächters Alverans, dessen feuriger Atem den Frevel hinwegfegt. Was der Ordnung der Welt spottet, kann in der Ordnung nicht sein. Was dem Licht der Welt ein Gräuel ist, kann im Licht nicht sein. Was das gewählten Gesetz bricht, kann Rechtes nicht sein. Was nicht sein kann, vergehe. Und ich spreche einen Preis in Magiebann. Eine Zonenwirkung. Wie groß ist die Zone? Die Zone ist Z, also 10 Schritte Radius, also 20 Schritte Durchmesser von meiner jetzigen Position aus. Ja, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Von deiner Position, das heißt, das Kinderzimmer ist mit drin. Exakt. Das heißt, der Druide ist auch mit drin, bist du irre? Ja, ich helfe dir beim Beten, natürlich. Dann, was passiert bei einer Zone von 10 Metern? Also die Auswirkung, das Auge des Preises erscheint in der Hand des Priesters und taucht die Umgebung in ein gleißendes Licht, in dem sämtliche aktive Magie aufgehoben und die Wirkung magischer Artefakte unterdrückt wird, sowie keinerlei neue Zauber gewirkt werden kann. Für unheilige Wesen, Klammer auf, Dämonen, Chimären, Golems, Untote, nach Meisterchat auch andere, gilt die Zone als zweifach geweiht. Geister und Elementare sowie andere magische Wesen können sich in der Zone aufhalten, jedoch versuchen sie meistens einfach dieses Gebiet schnell zu verlassen, da die Kräfte nachlassen und sie schwächer werden. Die Wirkungsdauer ist LKP-Spielrunden. Heißt, wenn ich mich bewege, müsste ich so sicher mitbewegen, gehe ich von aus, oder? Nee, ich würde die hier verwurzeln. Aber die Zone ist um das Artefakt herum. Genau. Ja, genau. Oh Gott, du willst jetzt hier mit deinem Zepter in die Golem-Blackstadt reinlaufen? Ja. Oh nein. Das wird teuer. Ich finde das gut. Also, ja, du kannst es von drin. Wir können aber noch erschweren zu fragen, aber ich denke mal. Dein Zepter wird gleißend hell und ihr werdet ein bisschen geblendet.
Davon geht die Tür nicht auf, aber ihr könnt das von innen trotzdem klappern hören. Und wenn ihr durch das Fenster hindurchguckt, auch wenn es dunkel ist, könnt ihr sehen, dass die Truhe gerade eingebrochen ist. Ronga, tritt die Tür ein. Wir müssen dieses Gezücht vernichten. Die ist gut befestigt. Steht mir beiseite, wir werden unsere gemeinsamen Kräfte brauchen. Groggel, wenn du kannst. Und auch Zaron. Gillion, alle gemeinsam. Ja gut, das ist für einen guten Zweck. Auf drei. 1, 2, 3 und wir treten gegen die Tür. Ja, aber die ist auf alle Fälle gesichert. Da brauche ich trotzdem mal Kraftakt. Athletik, Kraftakt. Ich würde da passen, weil Groggel ist einfach zu groggelig gerade. Ja, Gideon tritt gegen die Tür und bricht sich fast seinen Fuß. Gorgelmogel springt dagegen und bricht sich fast die Schulter. Und Ronge, dein Fuß steckt in den Eisenstangen fest. Scheiße! Helf mir hier raus und dann machen wir das nochmal. Ausgerechnet Zagenwalter, der für Zerstörung sorgt. Ne, super. Veränderung! Ich ziehe meinen Fuß aus dem Stiefel, lasse meinen Stiefel da einfach hängen und dann nehme nochmal Anlauf und werfe mich da mit der Schulter nochmal gegen. Ja, Zaron malt mit seiner bunten Kreide irgendwelche Sachen auf die Tür, während du gegenspringst. Ich habe einen Punkt über. Ja, es ist trotzdem nicht viel. Im Übrigen, euer Gnaden, könntet ihr das nächste Mal bitte vorwarnen, bevor ihr... Seit wann muss ein Dienerpreis irgendjemand vorwarnen? Weil ich den Zauber, mit dem ich unseren Gefährten geheilt habe, gerade noch fertig bekommen habe. Was zur Hölle ist das für ein Lärm da unten? Ihr könnt sehen, wie Licht wieder auf der Treppe erscheint und dann im Flur könnt ihr Meisterin Yolanda erkennen. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ketzerin, haltet inne! Ich rufe die Stadtwache! Verschwindet! Raios reißt dir jetzt den Arsch auf. Mach die Tür zu, auf. Ja, du trittst wieder gegen. Es knallt einfach nur vernehmlich das Schloss. Leute, soll ich mal in den blutigen Widder rennen und sagen, wir haben den Mörder und wir gehen den jetzt verkloppen? Das ist eine gute Idee. Hol den zweitstärksten aus Gallis. Ja, wenn kein Widerspruch kommt, dann mache ich das. Während ihr euch gerade darauf einigt, dass Goggle-Moggle wegläuft, könnt ihr noch erkennen, wie eine weitere Person auf der Treppe hinter ihr erscheint. In dem schummrigen Licht von Meisterin Yolande könnt ihr noch erkennen, dieses puppenhafte Mädchen. Ihre Arme sind mittlerweile zerschmolzen und sie hat wohl schwere Verbrennungen davongetragen. Stolpert sie die Treppe runter, ihr Gesicht ist auch so ein bisschen zerschmolzen und dann könnt ihr sie noch hören, wie sie dann zu euch sagt, ich bin ein echtes Mädchen. Mama. Und dann bricht sie zusammen und haucht ihr Unleben durch den gleißenden Schein von Praiodur aus. Ketzerin! Ja, verrecke! Ihr seid schuld. Ihr werdet gerichtet. Das war meine Tochter! Es war ein unheiliges Wesen. Das war ein durch dämonische Magie erschaffenes Ding. Was habt ihr mit Varesia gemacht? Ach, wehe nur, wenn ich diese verdammte Tür aufbekomme. Ihr habt diesem Ding einen Namen gegeben. Sie war meine Tochter. Ihr werdet gerichtet. Ihr werdet gerichtet. Sie war nicht eure Tochter. Es war kein richtiges Leben. Na, wartet. Ja. Ich werde den Golem auf euch hetzen. Und damit drückt sie einmal auf einem Amulett einen Knopf und dann könnt ihr es krachen hören. Irgendwo von der Stadtmauer. Hatte der Golem zufällig meinen Prisma dabei? Nein, aber die Hände sind abgeschmolzen an der Stelle, wo Goggle-Moggle sie umwickelt hatte. Du weißt schon, dass Preis Magieband auch dieses Artefakt deaktiviert. Ja, aber sie ist ja nicht auf 10 Meter rangekommen. Okay. Also sie ist nicht auf 10 Schritt. Okay. Und der Varesia ist, wie gesagt, hat oben schon ihr Leben ausgehaucht. A, durch das Prisma und B, durch die 10-Schritt-Kuppel. Das heißt, du musstest gar nicht in das Skinnerzimmer reingehen. Sie konnte dann eben noch den letzten Rest
nach unten stolpern. Gronka, öffne diese verdammte Tür endlich! Ja, das würde viel schneller gehen, wenn ihr mir helfen würdet! Was wollt ihr denn noch von mir? Sie ist doch tot! Ihr habt sie doch schon umgebracht! Ihr seid schuldig! Weiteres Krachen. Du bist dafür verantwortlich! Der Goggelmoggel, wir sollten schnell die Trollzackers holen. Ja, und ja. Hier herum könnt ihr jetzt auch so etwas wie Unruhe in der Stadt vernehmen und vor allem vom Sokomok-Platz könnt ihr die Trollzacker hören. Bis hierhin, bis zum Schwefelviertel. Wir wollen auch den Kopf, die Arme und das Herz aus ihrem Zimmer. Damit dann das zumindest bei den Körpern mit beigesetzt werden kann. Wir wollen diese verdammte Kreatur vernichten, ihr Werk beenden. Ein Leben für ein Leben. Ihr habt meine Tochter genommen und ich werde euch... Ihr habt bereits 3 Leben genommen. Kann ich mich eigentlich... habe keines genommen. Nein, eure Tochter hat 3 Leben genommen. Und ihr habt sie bestraft. Weiteres Krachen und dann könnt ihr sehen, wie ein Schornstein bricht, als der Golem von Gallus neben euch auftaucht. Bitte, findet euch doch zurecht, es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch ein besseres Leben führen und eine wirkliche Tochter kriegen. Gebt nur auf. Warte. Sie spricht wohl gerade nicht so sehr zu euch, sondern vor allem zu dem 7-8 Schritt großen Ungetüm, was jetzt hinter euch aufgetaucht ist und einen riesigen Streitkolben in der Hand hat. Sehr gut. Weicher Preis, unheiliges Gezücht. Ich würde mich mal bereit machen, wegzuspringen. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber... Ja, also der Golem verharrt zumindest noch. Und ihr könnt sie weiterhören, wie sie jetzt... Aber ist ja schon in der Zone, also nimmt der Schaden, oder? Letztendlich dadurch... Na, auch so nicht auf 10 Schritt. Also seine Reichweite ist auf alle Fälle groß genug. Keine Sorge. Er ist noch weit hinter dem Gebäude. Sehen ja den Token. Ja, also er ist jetzt auf Schlagreichweite, ne? Also. Ja, noch so. Nicht ganz, also zumindest irgendwie so 10, 12 Schritt, ja. Ihr solltet am besten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ihr habt meine Tochter umgebracht und den Rest werde ich mit der Stadtwache klären. Ich würde mich mal gegen die Tür werfen, wenn ich es kann, wenn ich es während dieser Liturgie tun kann, ich weiß nicht. Ja, eine weitere Kraftaktprobe. Ich hab's ja währenddessen auch die ganze Zeit gemacht, während wir geredet haben, immer wieder gegen die Tür geworfen. Ich habe 2 Proben gewürfelt, möchtest du noch eine haben? Du hattest bei der einen sogar 13 Punkte übrig, ne? Dann geht sie tatsächlich jetzt auch mal auf. Zumindest knackt es weiter vernehmlich und dann klockt die Tür gegen die Holztruhe, die jetzt auf dem Boden liegt. Die kannst du dann vielleicht auch verschieben. Mit einem weiteren Tritt von Preiser schwingt die Tür ganz auf. Sie hebt ihren Finger. Stehen bleiben. Im Namen Preis, du wirst gerichtet werden. Ich habe nichts getan. Wofür wollt ihr mich richten? Ihr seid die Schöpferin dieser Kreatur. Ich habe eine Erlaubnis. Es ist mir egal, ob ihr eine Erlaubnis habt. Ihr seid schuldig. Und jetzt wollt ihr selbst gerecht richten? Nein. Die Kirche wird richten. Ich nehme euch in Gewahrsam. Bist du mittlerweile im Gebäude drin? Oder stehst du noch davor? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich... Gib mir mal eine Initiative. Okay. Der Golem von Gallus. Er hat eine Intuition von 1. Er hat eine Initiative von 6 plus 1 W6. Das ist also nicht so viel. Das Problem ist, dass die Tür hat eine Initiative von 7. Du kannst zumindest reagieren. Du siehst, dass er jetzt zuschlägt. Dann würde ich wahrscheinlich in den Laden reinhechten, vermutlich so. Ja, das Problem ist, dass da die Holztruhe noch so ein bisschen vorsteht, aber du kannst auf alle Fälle, ja, doch kommen. Dann springst du rein in den Laden. Genau. Moment, Prio, du bist drin. Was tun die anderen dabei? Goggelmoggel ist... Nee, Groggel. Groggel ist weggelaufen, ne? Beide. Die sind beide losgelaufen. Beide sind, okay. Die Koblenz sind clever. Dann die Frage an die anderen. Was wollt ihr tun? Zaron, Gillion, Bronga. Schnappt sich den Zargeweihten und zumindest außer Reichweite von dem Ding. Also ich würde eigentlich mit reingehen, wenn da noch mit reingeht. Gut, dann Gillion.
dann folgt man dem, dem Sargeweiht und... Also irgendjemand ist doch gerade schon reingegangen, richtig? Ja, Priodan ist gerade reingehechtet, ja, Räumer wird auch so einen Schritt in der Tür drinstehen, er hat sich mit der Schulter dagegen geworfen und dann ist der Riegel endlich aufgeschmissen. Steht er so einen halben Schritt hinter der Tür. Was für eine Körperkraft unser Zageweite? Moment. 12. Ja, dann ist es ein Gideon versucht, den Zageweiten zu ziehen, wird auch von dem mitgezogen. Herr, komm, ja, hinter euch könnt ihr den gewaltigen Streitkolben heranrauschen hören. Er zerteilt die Luft und wenige Steine splittern, als Schornsteine bersten. Für, ich muss gerade mal schauen, Entschuldigung, das war der falsche Würfel, den habe ich gar nicht gedrückt. 4W6 plus 14 mit seinem Streitkolben. Trifft euch aber nicht, weil ihr, wie gesagt, gerade im Inneren seid. Einen weiteren Schritt und er wird euch dennoch richten. Bitte, so stoppt doch das Gemetzel. Wir wollen keinen weiteren Kampf. Ich werde alles mit der Stadtwache klären. Ich wund mal über die Theke rüber. Ist eine Theke, ist ein Theke, oder? Ja, ist so ein Glaskasten mit weiteren Zeichnungen von Golemiden. Muss ich mal über die Theke rüber? Dann müsst ihr jetzt in ihrem 10-Meter-Bereich sein. Ja, dann bist du auf alle Fälle im 10-Meilen-Bereich. Dann müsste dieses Artefakt nicht mehr funktionieren. Ja. Damit ist die Kontrolle zumindest für sie verloren gegangen. Im ersten Bereich, ja. Es ist vorbei. Wir haben euch gestellt. Ergebt euch. Und wir kommen hier alle glimpflich davon. Und ihr werdet eure Wie bereits gesagt, Straße ich werde alles mit Arnhild von Dabonia klären. Nehmt mich fest. Sie streckt ihre Hände aus. Ronga nehmt sie fest. Bindet ihr die Hände. Ihr da hinten, kommt hervor. Ruft man uns nach dem Assistenten oder Verkaufshelfer? Ja, der steht irgendwo an der Treppe und guckt panisch in eure Richtung. Kommt her! Ja, ist mal mein Herr. Er kommt. Was? Ihr werdet ebenfalls gerichtet. Ich verkaufe doch nur die Dinge. Ihr seid schuldig, die Nacht. Ihr werdet dafür teuer bezahlen, dass ihr meine Tochter umgebracht habt. Das werden wir sehen. So könnt ihr sie fesseln. Und in Richtung der Kaserne bringen, oder wohin wolltet ihr? Ja. Also ich würde erstmal das Artefakt abnehmen, weil ich weiß nicht, sieht man ja, das? Also die Artefakte verlieren jetzt sowieso mit dem letzten Glühen deines Streitkolbens eh dann ihre Wirkung, sodass sie dann eben auch keine Artefakte, zumindest jetzt gerade mehr hat. Und die Sachen im Verkaufsraum sind eben auch alle kaputt. Du kannst sehen, wie der Hirschgeweihmann, der bosporanische Legionär und so weiter und so fort, allesamt sind sie zusammengesackt, auch wenn sie nie wirklich belebt waren. Aber das Unleben ist aus ihnen verschwunden. Und so könnt ihr sie dann gemeinsam, also Yolande und ihr Jasper, zur kaiserlichen Garnison und dem Ronra-Tempel bringen. Und der Riesengolem steht mitten in der Stadt. Ja, unbewegt. Gut. Sehr schön. Ja, Goggelmoggel können derweil zum Sokramor-Platz laufen. Dort ist zahlloses Chaos. Ihr könnt sehen, wie viele Menschen herausgelaufen sind. Eine Schneise der Verwüstung. Häuser, die eingestürzt sind. Schornsteine, die abgebrochen sind. Und teilweise einige Fußabdrücke in Gebäuden drin von dem gewaltigen Golem von Galles. Ich suche nach dem zweitstärksten Mann von Galles. Ja, findest du auch. Er steht wohl gerade neben Brogo und Knorke. Knorko. Und unterhalten sich da wohl gerade und rufen und freuen sich auf einen guten Kampf und diskutieren da eifrig. Da, wir haben den Mörder gefunden. Den Mörder? Wow. Das war diese Golembauerin, die hat was gebaut, was, naja, so ein Kind aus Zeug, und das wollte mich erwürgen, aber das hat's nicht geschafft. Und naja, da unter dem Bett von diesem Golem-Kind, da lagen Arme und Herz. Und jetzt wollen wir loslaufen und die Golem-Bauerin und ihre Dinge zerschlagen, damit die das nicht nochmal macht. Die wisst muss sterben! Wisst ihr, wo das Labor ist? Ja, natürlich. Wir bringen sie so langsam um wie möglich. Auf geht's!
Und übrigens derweil nach oben gehen und mal die sterblichen Überreste einsammeln. Brüder, Schwestern, kommt mit! Blut! Blutrache! Und damit zieht ein großer Mob los. Einige Goblins, die sich auch eben noch anschließen. Und die Tulamidischen Wachen, die ebenso aktiviert werden. Ihr könnt einige geknote Befehle von Timir al-Damacht erkennen, der dort ebenso steht. Einige Reiter, die in den Gassen umherpreschen. Und eine blutige Schlacht, die entsteht. Zwischen den Tulamidischen Wachen und den Treuzackern. Andere Söldner, die von der Burg herlaufen, von Burg Kalris. Und ein großes Durcheinander, was in der Stadt entsteht. Menschen, die gegen Menschen kämpfen. Derweil kann Glion die Paraphernalien von oben herunterholen. Unter dem Bett kannst du sie angeordnet erkennen. Die Arme des Trollzackers, ein Herz, der Kopf. Hier wollte sich wohl jemand ein eigenes Kind bauen. Noch irgendwas, was da rumliegt, was man irgendwie beseitigen sollte? Zahllose Pergamente, Kinderzeichnungen sind es nicht wirklich, aber ja, doch, sie wurden höchstwahrscheinlich von Kindern gekritzelt. Sie wollte sich ein eigenes Kind bauen, wollte selbst eine Mutter werden und hat so ihre eigenen Paraphernalien gesammelt. Für einen eigenen Golem, so sagt sie. Auch wenn es eher Nekromantie oder Chimerologie wäre, aber schon erschreckend. Wie gut, dass es kein wirkliches 10-jähriges Mädchen war. Da liegt noch ein Prisma. Und ein Prisma mit der Zar darauf. Kleines Eidechsen-Symbol. Das Prisma wird man ebenfalls mitnehmen. Tatsächlich einfach kurz umhängen. Man braucht, glaube ich, beide Arme, um die Paraphernalia zu tragen. Und so könnt ihr aufbrechen. Die anderen sind schon zur Garnison gelaufen. Die Tumulte in der Stadt, Treuzacke gegen Tulamiden, werden zwar niedergekämpft, aber schon der ein oder andere, der sich in eure Richtung in die Schwefelgasse vorzieht, sodass ihr so schnell wie möglich ebenso aufbrechen müsst. Goggelmoggel? Ja? Das ist der richtige Zeitpunkt, um abzuhauen. Wir haben genug Chaos gestiftet, jetzt können wir getaner Dinge nach Hause gehen. Ja, raff, was du kriegen kannst und lass die Menschlinge den Rest unter sich ausmachen. Ja, lass uns nochmal gucken, ob was runtergefallen ist, was wir mitnehmen können. Ich würde gerne eine Rechtskundeprobe machen, um einzuschätzen, ob sie wirklich hier in dieser Stadt gerichtet werden wird. Ja, Rechtskundeprobe. Doppel-1. Du bist dir sehr sicher, dass Arnhild von Dabonia den Mord ihrem Golem zuschreibt. Der wurde ja schon quasi getötet. Und Meisterin Yolande wird höchstwahrscheinlich mit einer Geldstrafe davonkommen. Die mag halt auch saftig sein, aber wer halt Golemiden für 800 Dukaten oder für 80 Dukaten verkauft, den wird sowas höchstwahrscheinlich nicht interessieren. Aber Arnhild von Dabonia ist auf die Kenntnisse der Golembauerin weiter angewiesen. Der Baron Exmoos ebenso. Ronga, wir sollten die aus der Stadt bringen. Hier wird kein Recht gesprochen, sondern nur dem Geld gehorcht. Wir stellen sie vor ein ordentliches Gericht. Dann bringen wir sie zu Baron Travigor. Ja. Dort seid ihr der Richter, Priodan, und ich der Scharfrichter. So. Nun, wir sollten ein ordentliches Gericht veranstalten. Ich wäre Zeuge. Ich kann nicht gleichzeitig Zeuge und Richter sein. Wir werden eine Möglichkeit finden, sie zu urteilen und ihr die angemessene Strafe zukommen zu lassen. Wir haben doch mehr als genug Zeugen. Weshalb müssen wir euch ebenfalls als Zeugen nehmen? Nur wenn wir unsere eigenen... Ich kann nicht Zeuge und Ankläger sein. Das geht nicht. Oh Herr, dann bin ich der Ankläger für dieses der Erdmutter spottende, verachtenswerte Werk. Das ist nicht recht. Sie muss vor einen anderen Praios geweiht gestellt werden. Und das werden wir hinbekommen. Aber was machen wir mit dem hier? Deutet auf den Beutel mit zwei Armen, einem Herzen, einem Kopf. Die werden sie anständig begraben, wie es gehört.
So ist es wohl. Aber wie weit ist es? Können wir sie überhaupt bis dahin bringen? Nicht, dass wir unterwegs von Söldnern oder so etwas überfallen werden, die sie... Preis wird uns führen. Und uns beschützen. Wir entsprechen seinem Willen. Und wir vollstrecken seinen Willen. Übrigens, Zaron. Ja? Euer Prisma. Man deutet auf seinen Hals. Oh, ihr habt das gefunden. Ja, werdet ihr so freundlich? Natürlich. Ich habe gerade beide Arme voll. Ja, dann nimmt man dir das einmal wieder ab. Wenn ihr mögt, helfe ich euch dabei, das zum Boron-Tempel zu bringen. Oder gibt es hier einen? Ich glaube nicht. Wir werden einen Anger finden, der geweiht ist. Lass uns verschwinden aus dieser verdammten Stadt. Ich dachte, es wäre vielleicht gut, die Teile bei den eigentlichen Körper zu bestatten. Aber sie ist eine Zauberin. Können wir einfach nur mit ihren gefesselten Händen mit ihr herumreisen? Wir werden ihr ein magiebannendes Eisenkleid anlegen. Ich hab doch bestimmt etwas. Ein Helm? Ein Kettenhemd? Was auch immer. Ich trage keinen Helm, aber ich kann ihr mein Kettenhemd überziehen. Wir werden sie fesseln, ihr die Sicht versperren, ihr den Mund verbinden. Das muss zuerst erreichen. Gut, dann nutzen wir den Trubel in der Stadt, um diese zu verlassen. Ich habe alle meine Sachen. Wir können von mir aus direkt gehen und wir kommen dann in einigen Wochen wieder, um dem Travia-Tempel mitzuteilen, dass der Beschuldigte, die Verantwortliche gestellt und verurteilt wurde. Im besten Fall. Dann kann ich meine Kerzen wohl erst dann abholen. Na gut. Ich mache euch um Kerzen Sorgen. Man sollte die kleinen Dinge nicht vergessen. Na gut, kommt. Und so brecht ihr auf.